Hallo und herzlich willkommen zurück zu. Jetzt wollte ich fast sagen Space Engineers, wie komme ich denn jetzt darauf? Nein, Quatsch. 7 Days to Die. So, ich gehe jetzt raus und werde mal einen kleinen Garten anlegen und zwar hier in der Sonne. Was heißt Sonne? Ich muss hier erstmal natürlich die Bäume weghacken. Aber das ist hier ein schöner Platz. Ich mache jetzt hier die Bäume weg, dann haue ich das Gras hier noch ein bisschen weg. Dann ja, setze ich ein Beet und dann wird angepflanzt. Ein paar Kartoffeln. Was habe ich noch? Kaffeebohnen. Sind jetzt primär nicht so wichtig, aber pflanze ich trotzdem mal an. Kann man ja schon mal machen. Ja, und ein paar Teepflanzen kann ich auch anpflanzen, aber die sind jetzt auch nicht so primär wichtig. Wichtig sind Kartoffeln, weil die findet man nicht so oft. Und darum geht es mir hauptsächlich. Kartoffelchen. Und diese ganzen Bäume hier, die verursachen nämlich Schatten. Oh shit, da kommt schon wieder eine Horde, weil ich hier ein bisschen gehackt habe. Ach du Scheiße. Vielleicht sich einer von links rum. Oder weg. Er ist sich nicht sicher. Wo willst du hin? Komm her. Kloppen die denn da irgendwo drin, oder was? Ich glaube, die kloppen mir die Bude kaputt. Hat sich die Heatmap aber schnell erhöht hier. Bin ich wahrscheinlich am Schwierigkeitsgrad. Hot Zone. Ja. Alter, wo habt ihr dich denn vermehrt hier hinter dem Sockel? Doch, Alter. Noch ein Vetter. Warum macht der sich erst unsichtbar und enttarnt sich hier 5 Meter vor mir, oder? Da ist hier doch noch ein Schatten. Hallo. Ich habe mich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Mal gucken, was hier drin los ist. Hey, ihr Behinderten. Seid ihr im Klo gespawnt oder was? Direkt aus dem Abguss. Aus dem Klo entfleucht. Ich wollte keine Backdoor, habe ich doch gesagt, Mensch. Was denn? Broken Glass. Ja, kann ich nicht mitnehmen. Wo ist denn das Broken Glass? Ach da. Na, die hat mal groß gemacht. Toll, jetzt habe ich hier ein Guckfenster, ey. Spackos.
Nee, 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 die Zombies von heute. Echt erstmal ein paar neue Bolzen craften hier. Ja, noch lustig werden. In der Nacht am besten wieder nicht bewegen, weil dann wird es nämlich lustig, wenn wieder so eine Horde kommt. Hoffe, das macht jetzt nicht so viel Hitze, wenn ich hier die das Gras hier wegkloppe. Es ist auf jeden Fall schon mal anspruchsvoller hier, der Schwierigkeitsgrad. Aber ich halte mich noch tapfer. Noch nicht gestorben. Habe ich natürlich kein Eisen mehr für den Grill, damit ich mein Ei mit Speck machen kann. Aber ich habe ja noch ein bisschen was, was ich reinwerfen kann. Ich habe jetzt gerade auch noch ein paar Iron Fragments gehabt, die ich da reingeworfen habe. Da vorne ist auch noch ein Stein, den kann ich auseinandernehmen. Also wenn noch eine Horde kommt, dann bitte vor 20 Uhr. Damit ich noch in Zeit habe, die umzuschießen, bevor hier 21 Uhr ist. Denke mal, die Nacht werde ich auch wieder überspringen. Also ihr werdet da keine Folge großartig sehen. Ich will euch ja nicht mit rumstehen langweilen. Muss ja nicht sein. Wenn es eine Pause-Funktion gäbe, dann würde ich ja auch Pause drücken. Und einfach nur den langweiligen Teil überspringen. Ein Warp sozusagen und vorwärts. Also Gras habe ich jetzt genug hier, ne? Geile Shit hier, geiles Gras, Mann. So, wie lange brauche ich jetzt? Ah, dreimal und dann ist der Schrott weg. Wie gesagt, ich habe ja eh Respawn auf Never oder so eingestellt, disabled. Das heißt, es gibt keinen Respawn. Ich kann mir das also erlauben, hier alles kaputt zu machen. Ich hasse diese schwarzen Büsche. In der Nacht kann man da fälschlicherweise mal einen Zombie rausgucken. Mach nochmal ein bisschen Lärm. Ich hoffe natürlich nicht, dass ich an Tag 7 noch immer in der Stadt hänge. Das wäre fatal. Okay. Alles ruhig soweit. Der Baum muss eigentlich auch noch weg. Der macht nämlich hier einen großen Schatten. Und hier wollte ich eigentlich das Feld hinbauen. Das ist nicht gut. Junge, du musst weg. Aber auch ein kleiner Felsen. Nur zweimal zersplittert. So, wo ist die Gartenhake? Schaufel brauche ich gerade nicht. Ne, Rechtsklick, so. Reicht wahrscheinlich, wenn ich eine so eine Linie hier ziehe. Ein Beet. Da sollte ich genug anpflanzen können. Hole ich mir die Samen.
pflanze jetzt nur die. Warte mal, habe ich das nicht? Wo wollte ich das machen? Nicht über die Setzlinge laufen. Gut. Ah, vielleicht hätte ich das nur weiter nach da machen sollen, weil wegen dem Haus. Schatten vom Haus und so. Wir nähern uns dem Ende des Tages. War nicht dem Ende der Folge. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich mache die Karte ein bisschen heiß. No risk, no fun, ne? Na. Shit. Kein Platz mehr. Was machen eigentlich meine... Ach hier, guck mal. 250. Das ist genau 250. Hat das genau gepasst? 152, 98. Ja, passt genau. Das war ja mal wieder wie Arsch auf Eimer. Okay. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wo ist mein Reparaturding? Das brauche ich eigentlich, um den zu reparieren. Metal Strips, okay. Das wollte ich jetzt nicht machen. Egal, komm. Höre ich da Zombies oder höre ich da irgendwas Falsches? Da kommt auf jeden Fall noch einer raus, da können wir einen Grill machen. Kann ich nämlich auch mal Sachen grillen. Was macht man so mit einem Grill? Hier haben wir noch Tee. Tee haben wir noch ordentlich. Tallow kann ich noch machen. Ist auch noch ein Tee drin. Sowas. Hier. 2 Minuten. 2 Stühle, ne? Das ist die Zeit, die ich brauche, um das hier auf Kochen zu stellen. 5 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir mal. So. Passt. Maple Seeds haben wir auch schon. Kann ich ein paar Bäume anpflanzen. So, aber was jetzt ganz wichtig ist, ich wollte jetzt eigentlich... Torches machen hier. Nee, nee, nicht Torches, Quatsch nicht. Candle. Candle in the Wind. So, dafür brauche ich nämlich Gras. Ja, dann mache ich das doch mal Gras. Gras. So. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich den nehme? Ah, ein 99er Stapel. Okay. Aber ich kann Nummer 64 rausnehmen. Ah, okay. Heißt also, wenn ich jetzt den nehme, kann ich den hier hinpacken und wenn ich den haben will, muss ich den... Ah. Hast du schon wieder falsch gemacht. Egal. Dann werde ich das ganze Ding hier erstmal ausleuchten. Das ist mir nämlich hier ein bisschen zu dunkel. Nicht, dass hier schon wieder welche spawnen. Einfach so im Dunkeln. Wenn, dann soll es auch hell sein, wenn ich spawnen. Mache ich mir gleich erstmal einen Grill. Habe ich noch Steine? Steine habe ich noch genug. Kann ich noch ein paar Lagerfeuer hier hinsetzen. Wenn ich nachher gehe, nehme ich sowieso wieder alles mit. Alle Töpfe, alle Pfannen, alle... was auch immer, Beaker... Ich gleich erstmal das ganze Holz verarbeiten von den Bäumen, die ich gehackt habe. Kann ich erstmal wieder ein paar Stickies rausmachen. Aus den Stickies mache ich dann Stühle für Feuerholz.
Ach, guck mal, Iron Fragments mit auch noch. Auch rein. Wooden Chair. Die anderen Sachen jetzt noch draußen zum Verbrennen? Ich glaube ja. Ich muss hier unbedingt mal zumachen. Das sieht ja aus hier. Reicht ja, wenn ein Loch ist. Obwohl das untere gar nicht mal so schlecht ist, aber das obere müsste ich hier. Kann ich nämlich hier durchschießen? Oh, nein. Falsche Seite. Aus das Feuerholz holen! Ah, es reicht. Schnell zurückschleichen. So, wir können Tee machen. Dann mache ich doch noch. Hä? Ach nee, da war ja eh noch drin. Okay. Gerade fast schon wieder gedacht, ich hätte mir schon wieder was dazu gecheatet. Was wollte ich denn? Was wollte ich denn? Was wollte ich denn? Das ist durch. Torches. Ach, nicht Torch. Warum sag ich mal Torch? Candle. Candle in the wind. Das. Das ist doch schon mal nett. Kerzen. Bier. So, Grill war jetzt mein nächstes Ziel. Drei Stück. Ja, da kann man was mitmachen. Muss ich erstmal warten. Habe ich noch Federn? Ne, Federn sind aus, ne? Federn sind aus, ja. Tatsache. Mal alle Federn verbraten. Oh, ups. Dann mache ich jetzt gleich mal zwei Campfire. Einen noch für den Grill. Einen kann ich im Beaker noch reinmachen. Weiß zwar nicht, wo ich den jetzt akut brauche. Aber dann schwirrt er nicht im Inventar rum. So. Wo bauen wir denn am besten? Da bauen wir an. Da hätte ich gerne einen Grill. Müssen wir erstmal hier ein bisschen was verarbeiten. Das sollte auf jeden Fall reichen. Und jetzt machen wir hier Grill. Ja, 9 Stück. Die Uhrzeit sollte ich jetzt allerdings kein Fleisch mehr in die Hand nehmen. Das ist nicht so gut. Aber die Kerzen muss ich mal verteilen. Das ist hier. Ist mir sonst zu düster hier. Ist ja Licht. Die Ecke ist auch noch zu düster, da wo mein Bett steht. Hier ist mir auch noch zu dunkel.
Hier ist sehr dunkel. Okay, das sieht erstmal ganz gut aus. Fürs Erste haben wir hier ein wenig Licht. Gut, das kann auch noch verbrannt werden. Jetzt verarbeite ich erstmal die Steine wieder für neue Darts. Quatsch. Ich hoffe echt, die Kartoffeln sind schnell fertig. Den nächsten Tag hoffe ich, dass ich auch ein paar Häuser mal rumkriege. Ist ja jetzt an diesem Tag nicht so viel bei rumgekommen. Ich muss unbedingt hier die Häuser, die ich hier noch habe. Ich mache erst ein paar Stickies. So, mal gucken. Also das ist die komplette Stadt. Da oben war ich auch noch nicht. Das Haus... War ich da jetzt schon? Ich glaube nicht. Und dann muss ich noch die alle. Da war ich da schon? Da war ich auf jeden Fall. Da weiß ich nicht. Ich glaube, da war ich. Und da, wie gesagt, noch gar nicht. Ich hoffe, dass ich diese Ecke hier leer kriege. Am nächsten Tag. So, das hier. Kann ich das schon mal alles abhaken? Hätte mir einen Stein lassen sollen für eine neue Axt. Egal. Egal. Oh ja, habe ich genug. Ich will nur nicht das... Eigentlich will ich das nicht in die... Ach, Eier habe ich eh nicht hier. Scheiße, Eier sind noch draußen. Eier sind draußen. Kacke. Tee habe ich noch genug. Ich könnte erstmal die Gläser hier verstauen. Ich denke nicht, dass ich jetzt gleich Wasser holen werde. 15 reicht. 5 drin. Hier habe ich auch noch. Den Rest packe ich gleich draußen wieder rein. Ja, und ich würde sagen, so langsam nähern wir uns auch wieder den 25 Minuten. Ich würde, wie gesagt, die restlichen 7 Stunden dann ohne Aufnahme verbringen, ein bisschen was verarbeiten hier, weil, ja, passieren wird hier nichts. Hoffe ich. Wenn was passiert, drücke ich sofort auf Aufnahme und dann geht es hektisch zur Sache. Jede Menge Holz, das ist gut. Kann ich mal wieder ein paar Frames machen. Immer gut, wenn man ein paar Frames dabei hat. Manchmal braucht man das. Ja, dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, es war halbwegs amüsant oder auch spannend oder wie auch immer. Es hat euch gefallen, halbwegs. Und ja, dann lasst mir einen Daumen hoch da. Oder wenn ihr sagt, okay, ihr habt irgendwo Kritik, dann lasst auch Kritik da. Ja, und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt 7 Days to Die. Tschüss.